Wir haben hier eine Display-Schutzabdeckung für die Pentax K200. Die werde ich jetzt mal hier in dem kleinen Film mal eben demonstrieren, wie man die an die Kamera anbringt. Ich mache ja eigentlich vor den Aufnahmen immer so einmal einen Trockendurchlauf, um zu gucken, ob das auch alles richtig hinhaut. Hier ist mir aufgefallen, dass es also extrem von Vorteil ist, wenn man das weiß, dass man diese Folie, die hier drumherum ist, zum Schutz, nicht direkt nach dem Auspacken entfernt und dann hier ansetzt und anschließend halt eben Folgendes macht, nämlich man kann den Sucheraufsatz, der an der Kamera ist, den kann man also auch hier hinten an dieser Display-Schutzabdeckung anbringen, was Sinn macht. Mir ist nur aufgefallen, dass wenn diese Schutzabdeckung an der Kamera ist, ist es ein bisschen schwierig, das da drauf zu friemeln. Das hat nichts damit zu tun, dass dieses Produkt fehlerhaft ist, sondern hier am Rand, wenn man das sehen kann, hier ist die Führungsschiene, die also normalerweise jetzt hier reinlaufen muss, einmal an der Kamera, was ja analog dazu ist, was jetzt auch hier in der Schutzabdeckung ist. Allerdings ist das dieses, ich nenne das jetzt mal Spaltmaß, ist wirklich sehr, sehr eng. Und die Schutzabdeckung selber ist im Prinzip genauso gefertigt wie der Sucher, der jetzt hier hinten dran ist. Allerdings ist die Sucherabdeckung, dieses Gummi, wie man das sieht, hier ist die Führungsschiene und dann hat man hier dieses dicke Gummi, was man wirklich erstmal zusammendrücken muss, um es darüber zu schieben. Es ist auch genauso friemelig, wenn man das also wieder an die Kamera hinten drauf macht. Das geht nicht so ganz einfach, weil dieses Gummi halt eben doch sehr dick ist. Das ist ein Widerstand, den man erstmal überbrücken muss. Ich habe mir dann Folgendes überlegt und festgestellt, dass wenn ich vorher diese Sucherabdeckung abmache und die direkt auf die Schutzabdeckung drauf schiebe, dann geht das wesentlich einfacher. So, fest sitzt sie drauf, als wenn ich das halt eben erst hinterher machen würde. Also, mein Vorschlag, auspacken, Folie dran lassen, Sucherabdeckung von der Kamera entfernen, auf das Schutzdisplay drauf. Und dann kann man endlich diese Schutzfolie abmachen. So. Und das Ganze kann man dann jetzt problemlos einfach an der Pentax hinten anbringen. Aufschieben. Macht einmal Klick und schon ist hier die Sucherabdeckung drauf. Das spiegelt jetzt sehr stark, weil ich hier so volle Scheinwerfer im Rücken habe. Das ist normalerweise eigentlich nicht so der Fall. Das soll ja auch schützen. Der Vorteil ist natürlich auch von so einer Schutzabdeckung, dass sie halt eben einfach anzubringen ist. Wenn was drauf sein sollte, verschmiert, wie auch immer, Staub und Fussel, nimmt man das Ding einfach ab, wischt es ab und macht es wieder an die Kamera dran. Ich bin also kein großer Fan von diesen Schutzfolien, da sind immer sehr viel Friemelei, da sind da Bläschen drunter und so weiter. Das ist nicht so meine Welt. Also, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen klar mit der Erklärung. Erst den Sucher auf die Schutzabdeckung und dann an die Kamera.